In den elektrischen Linearaktuatoren von Thomson kommen sowohl Kugel- als auch Trapezgewindetriebe zum Einsatz. Ein Kugelgewindetrieb wird in der Regel dort genutzt, wo die Last- und Geschwindigkeitsanforderungen höher sind, sodass der Wirkungsgrad dieser Technologie bestmöglich genutzt werden kann. Das effizientere Kugelumlaufprinzip der Gewindemutter erlaubt höhere Lasten und Geschwindigkeiten. Trapezgewindetriebe bieten sich an, wenn ein Aktuator mit kurzer Einbaulänge benötigt wird. Allerdings ergeben sich daraus geringere Lasten und Geschwindigkeiten. Die Gleitfläche zwischen der Kunststoffmutter und den Gewindegängen der Stahlspindel senkt die Effizienz, was die Last und Geschwindigkeit angeht. Ein weiterer wichtiger Unterschied zwischen den beiden besteht darin, dass der Kugelgewindetrieb eine Federbandhaltebremse benötigt, die zur Gesamtlänge hinzukommt. Der vergleichsweise weniger effiziente Trapezgewindetrieb ist dagegen selbsthemmend und hält eigenständig die Last, ohne zurückzulaufen. Wenn Sie Fragen zur geeigneten Gewindetriebtechnologie für Ihre Anwendung haben, wenden Sie sich bitte an das erfahrene Kundensupport-Team von Thomson.